Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, dass nicht diese Angst unser ständiges Leitmotiv ist, diese Menschen zu begleiten, weil wir dann irgendwann nur mehr zu Ausführenden degradiert werden. Herzlich willkommen, liebe Freunde der gelassenen Pflege, zu meiner heutigen Seminarvorstellung. Ich stelle euch heute mein Seminar vor: Handlungsunfähigkeit in der Pflege durch Angst. So kommen Sie zu mehr Selbstbestimmung und Gelassenheit. In diesem Seminar möchte ich euch durch die verschiedenen Ängste führen, welche uns davon abhalten, unseren eigenen Weg zu gehen. Das kann die Angst sein vor Vorgesetzten, vor meinen Kollegen, die Angst vor Jobverlust. Das kann die Angst vor den Angehörigen sein, die Angst, einen Fehler zu machen, die Angst, dass ein Patient stirbt, wenn ich in seiner Anwesenheit bin und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Ängste, die uns in unserem Alltag begleiten, weil wir doch einen speziellen Beruf haben, wo es tatsächlich um Menschenleben geht und um die Betreuung von Menschen, die schwer krank sind, pflegebedürftig sind. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, dass nicht diese Angst unser ständiges Leitmotiv ist, diese Menschen zu begleiten, weil wir dann irgendwann nur mehr zu Ausführenden degradiert werden und nicht mehr bei uns sind, in unserer Kraft, in unserer Selbstwirksamkeit, wir nicht mehr wirksam sind in unserem Beruf, mit unserem Wissen und wir dieses auch nicht mehr abrufen können und wir auch unsere Intuition nicht mehr wahrnehmen, welche auch ein großes Thema ist im Umgang mit Menschen. Wir haben sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen und ein wichtiger Teil zur Ausübung unseres Berufes ist jener, dass wir auch jederzeit den Zugang zu unseren eigenen Fähigkeiten, zu unserem eigenen Wissen, Können, zu unserer eigenen Intuition haben. Und wenn wir jedoch von Ängsten geleitet werden, dann werden wir diesen Zugang nicht mehr wahrnehmen können. Darum freue ich mich, wenn ihr Lust habt auf dieses Tagesseminar oder auch gerne als Vortrag zu diesem Thema. Und mich kontaktiert. In der Zwischenzeit wünsche ich euch alles Liebe und dass ihr euch von eurer Angst befreit. Eure Mel.